So, ja, Leute, und jetzt sind wir in-game und wieder bei ihm, bei Kasadin. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich habe das diesmal versucht, alles so ein bisschen quasi in Intro zu packen, weil ich habe erst versucht, Aufnahmen zu machen, wo ich, während ich geredet habe, quasi mit diesen Einblenden gearbeitet habe, wie ich es die letzten Male gemacht habe. Das Problem ist einfach, es waren zu viele. Das heißt, die ersten 8 Minuten meines Gameplays waren basically nur, und es gibt das neue Item und das, und man kann das mit dem bauen, und jedes Mal, wenn ein Fight passiert, ist natürlich, also es gibt das neue Item, oh, ich muss kurz ziehen, und jetzt dies und jenes. Deswegen habe ich das so aufgesplittet. Ich hoffe, das gefällt euch. Wir reden heute über Kasadin, denn Kasadin ist leider, muss man sagen, jemand, der sehr oft das Spiel bricht, so wie Riot sich das vorstellt, beziehungsweise eben genau so wie Riot sich das wahrscheinlich nicht vorstellt. Wir spielen hier mit den defensivsten Runen, die gehen. Das heißt, Tweet Football statt Conqueror. Conqueror-Video habt ihr vielleicht schon gesehen gehabt. Presence of Mind wurde für Kasadin ein bisschen genervt, ist allerdings tatsächlich gar nicht so bad. Du kriegst jetzt nicht Flat Mana, was ein bisschen schade ist, weil man halt vorher damit tatsächlich gut arbeiten konnte, sondern du kriegst eben Mana Rack, aber auch das ist gar nicht terrible. Dazu habe ich mich entschieden, hier für Tenacity zu gehen, finde ich, ist die stärkste Rune für Kasadin. Ansonsten könnte man natürlich auch für Attack Speed gehen, wenn man denn lustig ist und das gut findet. Lifesteal kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ansonsten Taste of Blood, das heißt, wenn ich einen Gegner treffe, bekomme ich natürlich auch nochmal Leben wieder, was auch sehr, sehr nice ist. Und dann natürlich zusätzlich hinten raus Ravenous Hunter, einfach damit ich mit meinen Spades den Leuten endgültig auf den Sack gehen kann. Ich finde, dass Kasadin tatsächlich einer der großen Profiteure von den neuen Items ist, denn man muss generell sagen, dass sich für die Mages eigentlich gar nicht so mega viel geändert hat. Das heißt, die meisten Mages sind eigentlich ja, noch relativ gleich, ne? Ich habe es ja wirklich schon gesagt, wenn du vorher Loons gespielt hast, dann spielst du höchstwahrscheinlich auch jetzt Loons. Bei Kasadin ist es allerdings so, dass er ja schon immer ein bisschen anders war. Das heißt, erstmal war Kasadin bis jetzt ja schon einfach ein ekelhafter Champion und das hat sich auch nicht wirklich geändert. Aber was eben noch hinzukommt, Kasadin hat eh nie Loons gebaut, sondern Kasadin war ein Träne-Spieler, also ein Champion, den man mit Träne gebaut hat. Gerade im Lower-Elo-Bereich hat man sehr, sehr oft auch noch Rod of Ages gesehen. Das ist natürlich jetzt weg. Man muss aber sagen, dass die Profis tatsächlich eh kein Rod of Ages gespielt haben, sondern die Variante mit der Tier und dann als zweites Item halt eben schon aggressiver gedacht als mit dem Rod of Ages, was das sogenannte Double-Scaling ist. Und, okay, Alter, der hat richtig Bock, die Rexer hier, oder die hat richtig Bock. Ja, und dieses Double Scaling wurde halt eben von den Profis nicht mitgenommen, weil es zu lange dauert, ne? Das heißt, es ist einfach ein Itembild, was zwar super geil ist, versteht mich nicht falsch, ne? Wenn ihr später Rod of Ages und Tier hattet, oh mein Gott, die Gegner sind weggeschmolzen. Das Problem war aber einfach, es dauert zu lange. Es braucht zu lange zum Skalieren. Deswegen sind die Pros bei dem alten Itembild da schon ein bisschen gewechselt. Und jetzt haben wir ein Itembild, wenn wir uns das angucken, was sehr, sehr, sehr interessant ist für Kasadin. Denn wenn wir uns das hier unten angucken, ist Riftwalker genau das eigentlich, was so ein bisschen wahrscheinlich der Wet Dream von den meisten Kasadin-Spielern war. Nämlich ein Item, was die Kurve besser spielbar macht, auf der sich Kasadin bewegt. Der Kasadin ist ein Champion, der ist im Early Game schlecht. Und dann wird er insane gut hinten raus. Crazy, ne? Also sehr, sehr gut. Ich werde hier tatsächlich TP, habe ich mir spontan entschlossen. Achso, ich spiele übrigens auch mit TP. In dem Conqueror-Bild spielt man ja mit Barrier. Das ist sehr, sehr advanced. Das ist hier tatsächlich jetzt nicht der Fall. Wie gesagt, das ist die einfachste Art, Kasadin zu spielen. Auch wahrscheinlich die, die ihr am einfachsten nachmachen könnt, ne? Also das sollte sehr, sehr entspannt für euch laufen. Und diese neuen Mystic-Items sorgen generell dafür, dass das erste Item, was man baut, einfach insane stark ist. Ne? Alle Mystic-Items sind im Prinzip erstmal sehr, sehr gut. Und auch stärker als früher die Ein-Item-Power-Specs davor. Und das führt quasi dazu, dass so ein Champion wie Kasadin jetzt deutlich besser auf dieser Kurve liegt. Also er ist nicht mehr ganz so schwach am Anfang, sondern er ist jetzt tatsächlich da auch schon ein bisschen besser und ist hinten raus aber trotzdem sehr, sehr, sehr gefährlich. Und das liegt zum großen Teil daran, dass die Träne nur noch 400 Gold kostet. Das heißt, Kasadin hat jetzt literally ein Item, wo du quasi einfach sagen kannst, okay, ich krieg more or less Infinity Mana, was crazy gut ist, und muss dafür nicht mal meinen Power Spike delayen. Plus du hast mit diesem wunderbaren Item hier ein Item, was dir Omni-Vamp gibt. Omni-Vamp. Allein bei dem Namen muss man ja quasi schon kotzen. Und wenn man weiß, was es bedeutet, wird es nicht besser. Denn was das im Endeffekt heißt, ist einfach, du heilst dich über Spades und über Auto-Attacks. Dein kompletter Damage. Natürlich bei AOE-Spades ein bisschen weniger krass, aber es ist trotzdem sehr beunruhigend. Das ist einfach quasi eine Sache, die dazu führt, dass du als ein Champion wie Kasadin in der Lane kaum noch zu bezwingen bist. Ich muss hier übrigens so move, wie ich gemoved bin. Weil
ich ansonsten in sein Q reinlaufe. Ich kann das jetzt freezen, ja. Wir haben nur nicht Minute 8. Das heißt, er hat noch keine Option, mit der Package wiederzukommen. Sein Teleport ist schon raus. Glaube ich. Bin gerade gar nicht 100% sicher, aber müsste eigentlich, nachdem wir... Ja, doch, ist 100% raus. Und das bedeutet für ihn, dass die Lane hier lost ist. Ja. Und das Problem ist quasi, dass du normalerweise hast du... Jetzt kannst du dir erstmal 850 Gold in Mana investieren für die Trainer. Das war einfach... Du saßt da und dachtest dir, oh mein Gott, ich bin einfach nur ein Minion. Ne? Und deswegen haben die Pros quasi gesagt, okay, ich baue ein Lost Chapter first. Ne? Weil mit Lost Chapter baue ich vor der Träne, da bin ich nicht ganz so schwach im Early Game, kann ein bisschen gegentraden, ist ja voll geil. Und jetzt musst du diesen Schritt quasi gar nicht mehr machen. Sondern du kriegst die Träne einfach für 400 Gold hinterhergeschmissen. Dafür kann man sie schlechter stacken, aber guess what? Kasadin konnte das vorher überhaupt nicht stacken quasi, weil du wenig Spells hattest, die du for free casten konntest. Sondern hattest du schon immer das Problem, dass du es hauptsächlich mit Q und später natürlich mit der Ultimate und so stackst. Das heißt, für Kasadin ändert sich überraschend wenig. Oh, what? Ich habe die Ulti auf Smartcast. Ich wollte gerade sagen, what the hell is happening? Ich wollte den eigentlich anspringen und damit Q quasi unter Druck setzen. Aber das hat überhaupt nicht geklappt, weil ich nicht angesprungen habe und deswegen mein E gemisst habe. Ja, das ist im Endeffekt, will ich dieses Video so ein bisschen nutzen, um auch über diese Powerkurve zu reden. Weil ich zeige das hier am Beispiel von Kasadin. Es ist aber leider nicht... Oder ja, es ist ja leider ist eigentlich das richtige Wort. Nicht der einzige Champion, wo es ist. Ne? Es gibt noch andere Champions, wo es ebenfalls ein großes Problem, gerade auch langfristig sein wird, dass man eben. Oh mein Gott, es hat wieder nicht gereicht. Oh doch, jetzt schon. Ich weiß nicht, warum ich in den reingeholtet bin. My bad. Das darf ich so nicht spielen, ne? Kann er das pushen? Ich glaube schon. Das Problem ist, der Kane ist leider Level 6 geworden dadurch. Aber den Fight sollte er trotzdem. Ist ein bisschen tricky für ihn. Wie so toll das? Haben sie wirklich? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht genau, was er meint. Was ihr jetzt gerade übrigens seht, ist auch der schlimmste Moment. Ich habe quasi mein Leeching Lear, aber ich habe nicht genug für diesen Blaster gewonnen. Das ist der einzige Hubbel, quasi, den die überspringen müssen, aus meiner Sicht. Bei Champ Trade Move, das ist halt. Ah, oh, okay. Ja, war jetzt kein großes Problem. Es ist ja im Endeffekt trotzdem okayisch ausgegangen. Ne? Ich musste einfach nicht in den Kane reinrennen da. Krieg aber relativ viele Ganks, ne? Also kann mich wirklich überhaupt nicht beklagen. Relativ viele. Ich glaube, ich habe alle Ganks bis jetzt von der Rek'Sai bekommen. Plus der Enemy Jungler hat zwar jetzt versucht dazu zu kommen, aber so richtig funktioniert hat es bis jetzt auch noch nicht. Ja, das hier sind aber sehr, sehr angenehme Trades jetzt, ne? No weh. Wo ist er denn? Da wäre mittlerweile sehr viel Respekt. Auch ein Stück weit berechtigt, ne? Das ist so dumm. Oh mein Gott. Da war ein bisschen sehr aggressiv. Ich glaube, es ist trotzdem worth. Ich weiß nicht, ob das hier für einen Freeze reicht. Ah, ist ein bisschen tricky. Da war ein bisschen zu viel, ne? So aggressiv müssen wir das da gar nicht spielen. Ich wollte da tatsächlich hinterher flashen, um mit Autodeck weh zu killen, aber ich war noch gar nicht ready dafür. Ich hätte einfach ein bisschen chillen sollen. Ach, schöner Combo. Ja, muss man auch sagen, ne? Die Gegner können auch League of Legends spielen. Und das merkt man gerade in solchen Szenarien. Ja, wie gesagt, Kasadin ist nicht der einzige Champion, bei dem das ein Problem sein wird, dass sich diese Kurve quasi anpasst. Weil, stellt euch eine Akali vor. Eine Akali hatte quasi bis jetzt den Fall, dass sie bei 900 Gold Lifesteal bekommen hat. Aber Lifesteal war auf Akali natürlich nicht so worth. Oh, shit. Ah, ist aber trotzdem weird, ne? Der ultet aus dem Freeze raus. Oh mein Gott. Wisst ihr, wie dermaßen fuck die beiden Solo-Lanes unserer Gegner hier sind? Das ist super bitter, ne? Wenn du als, ich sag immer, Cocky ultet raus, aber ich meine natürlich, dass er in dem Moment seine Package benutzt. Das ist insane strong. Das macht in dem Moment super, super viel aus, dass er hier einfach sagen könnte, yo, ich kann die Cocky da oben fighten. So, eine Arcadia hat bis jetzt quasi bei 900 Gold Lifesteal bekommen und jetzt bekommt sie bei 1300 Gold Omni-Spell-Vamp, also beides. Und dadurch quasi noch mehr Sustain. Ich verstehe auch gar nicht, warum dieser verdammte Stats immer gelten muss. Ich glaube, es wäre fast
Auch schon stark, wenn man einfach sagen würde, das zählt nur gegen James. Also, finde ich, muss ich sagen, fand ich persönlich, als ich gelesen habe, schon weird. Aber jetzt, als ich gespielt habe, ich habe halt quasi jetzt permanenten, sehr, sehr starken Sustain, selbst wenn ich gegen Minions fighte. Ah, ich habe den Slow drauf bekommen. So ist Gorkis RIP. Mein Gott, ist das. Ist aber auch ein harter Camp hier, ne? Aber muss ich wirklich sagen, da fühle ich mich fast ein bisschen dirty, ne? Da spielst du Kasadin. Willst eigentlich ein bisschen ins Late Game chillen. Und dann wird einfach der Corki die ganze Zeit komplett rausgenommen. Und dieses generelle Prinzip quasi, dass Mystic Items das erste Item sind und extrem stark sind, ist, finde ich, langfristig auch gar nicht so geil. Weil zum Beispiel ja auch die einzelnen Items, die es gibt, abwertet oder aufwertet. Riftwalker zum Beispiel ist insane nice. Ich krieg einfach giga viel Sustain for free. Mega, mega nice. Wenn ich jetzt allerdings beispielsweise an ein Item denke wie Liantris, was mit Max-Health scaled, also Max-Health des Gegners, dann ist das nicht genauso nice. Das heißt, als allererstes Item war Liantris ja auch vorher nicht cool und ist auch jetzt nicht cool, vor allem, wenn dieser Burn-Effekt ja auch noch mit AP scaled oder AP natürlich ja später kriegst. Everfrost zum Beispiel als erstes Item, übertrieben sick, Ludens auch. Da stinkt Liantris aus meiner Sicht ein bisschen ab. Und ja, jetzt ist quasi die Lane für Corki auch endgültig vorbei, weil ich habe jetzt unendlich Sustain. Er hat ein Pinkboard geklärt und muss dafür flashen. Ich habe über die Tier trotzdem komplettes Scaling. Ich kann als nächstes Item mich jetzt entscheiden, okay, will ich für das neue AP Mage Bruiser Item gehen? Fand ich übrigens auch witzig. Die ganze Zeit hat die Community sich einfach ein Item gewünscht, was AP Bruiser spielen können. Das Problem ist, es gibt aber eigentlich keine richtigen AP Bruiser. Wen man immer im Kopf hat, ist quasi Sylas und Rumble. Sylas und Rumble sind beides, ja, das sind AP Bruiser. Ne? Nice, cool. Aber dafür gab es quasi wenig gute Items. Warum war das so? Weil die natürlich von unseren dominanten Mages quasi auch einfach abused werden. Oh mein Gott, der Corki bekleckert sich hier aber auch wirklich nicht mit Ruhm. Keine Chance hier für ihn rauszukommen. Ich hatte 400er Ult geladen. Der hat da Vision. Da geht wenig. Ich versuche dir bestmöglich zu helfen. Aber weil die Rek'Sai mir auch sehr, sehr viel in dieser Lane geholfen hat. Ah, muss ich denn jetzt gegen den Lux helfen? Nee, aber gegen Lux und Kayn schon, ne? Oh oh. Oh! Goddammit. Das war leider my bad. Ich hatte nach meiner Ult den E ab. Ich hab's doch nicht gesehen. Dass ich den instant hätte machen können. Das heißt, ich hätte einfach sagen können, yo, ich hau sofort meine... die sind aber jetzt sehr deep da unterwegs. Kinderlein, kommet. Na gut, komm. Okay, das ist im Endeffekt auch gut gegangen. Ich habe 400 Mana Ult, das heißt, ich kann die auf jeden Fall fighten. Dachte ich. Aber Exhaust, oh, die stand 4-1. Robert. Ah, das ist eine huge Wave leider. Das ist leider eine huge Wave. Uff. Ich war 500 Shutdown wert. Warte, 500? Das ist ja illegal. Na gut, ich war auf jeden Fall 500 Shutdown wert. Das heißt, das hier ist dieses Item, über das wir eben gesprochen haben. Das könnte ich mir jetzt holen. Oder ich baue meine Träne aus. Und die Träne auszubauen, das könnt ihr quasi echt einfach überwarten, bis ihr sie mehr oder minder vollgesteckt habt. Weil für 400 Gold bekommt ihr aus dieser Kackträne 600 Mana. 600. Also keine Ahnung, das hier... Es ist 250. Ihr kriegt den doppelten Effekt für 50 Gold mehr. Der ist einfach nur mindblowing. Meine Botlane scheint nicht ganz so happy. Bin aber jetzt auch nicht so mega happy, muss ich sagen. Also die Hauptproblematik ist, dass die Ashe ziemlich
dick ist und auch die Lux. Und die Lux hat leider ein aggressives Itembild gewählt. Das heißt, die wird auch Schaden machen. Was uns jetzt erstmal egal sein könnte. Wenn es nicht... Wenn es uns sich nicht egal sein kann. What the hell? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie mich da one-shotten kann. Ich habe den Ward angegriffen, damit ich Fleet Footwork pocke. Ich habe den Damage tatsächlich unterschätzt, ne? Aber die hat einfach basically mein Item-Build. Boah, es war echt gut gespielt von Azoraka. Die hat quasi alles, was sie hatte, immer maximal lange zurückgehalten, um den Gegner zu baiten. Und das auch sehr, sehr lange geschafft. Aber es hat trotzdem nicht gereicht. Ja, die Kurve, die ich die ganze Zeit angesprochen habe, die existiert natürlich auch für andere Champions. Ne? Gerade ADCs, auch etwas, was in den Patch Notes explizit angesprochen wurde, dass man die Patch Notes, dass man die ADC-Kurve halt eben verändern will, weil ADC halt immer insane sick im Late Game waren, aber halt davor quasi nicht existiert haben. Und das natürlich etwas ist, was viele als nicht healthy wahrgenommen haben. Das ist mein Frust hier mal kurz am Corki aus. Während Rixer ihren Frust. Ach, ich hätte 100% mein Flash für die Ashe aufbewahren sollen. Ich weiß nicht, ob ich den Solo so schnell hinkriege, mein Junge. Ich hätte jetzt hier auch mit der 800er Ult drüber gehen sollen, können, aber das will ich natürlich nicht. Das heißt, ADCs wie die Ashe sind wegen diesen starken Mystic-Items natürlich dann auch früher stark. Oh, what the hell, ja. Boah, kann ich hier mit einer 400 Mana Ult drüber gehen? Nee, ne? Naja. Ich weiß auch nicht, wie viel Sustain die Ashe gerade hat. Ah, what? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die da mit dem Asher auf mich engaged. Weil ich dachte, dass das der richtige Play war. Ach Gott. Ah, ich kann dem Play hier nichts abgewinnen. Ich muss auf jeden Fall wahrscheinlich auf die Seite meines Teams, aber wir sollten diese Fights immer verlieren. Okay. Lol. Wattenfleisch von Corki. Ja, das ist gut. Okay, das ist ein sehr, sehr diffuser Fight. Man merkt... Das wird nicht reichen, ja. Ich meine, wenn die jetzt beide kommen, sollte ich eigentlich genug Zeit rausholen können, ne? Ach, really, ey? Ach, really, ey? Wirklich frustrierend. Müssen hier schnell Damage an den Mann bringen. Oder an den Drachen, damit ich hier raus kann. Wunderbar. Die Träne wiederum ist natürlich ein bisschen schwächer für Kassadin als früher. Ne? Aber was ihr hier schon merkt, ist quasi, dass ich bin Level 11 Kassadin und ich kann gefühlt machen, was ich will. Und das macht mir so ein bisschen Sorge. Und ich glaube, das liegt wirklich aus meiner Sicht nahezu ausschließlich daran, dass man so früh Zugriff auf Resistenzen, auf Spellvamp gewährt, mit einem Item, mit was so viel mehr Sinn macht. Weil eine absolut berechtigte Kritik an meiner Vorgehensweise oder an meiner Kritik wiederum, ist ja zu sagen, okay, weißt du was? Das, was du da sagst, Johnny, war auch vorher so. Weil du hättest ja auch vorher Hextech Gunblade gehen können. Das Problem war nur, Hextech Gunblade war hinter einem ganz, ganz weirden Item versteckt. Denn das, was du dafür bekommen hast, war AP, AD. Aber du hast halt auch in sehr, sehr viel da in AD rein investiert, was ein Wert ist, den du eigentlich auf fast keinen Champion nutzen konntest. Das heißt, es war quasi auf Akkadi sick, da war es wahrscheinlich noch auf Katarina sick
Und auf den Rest war es eigentlich ziemlich, ziemlich bad. Und das ist quasi das, was verhindert hat, dass man auf sowas wie Kassadin bound konnte. Jetzt hast du ein Item, was legit einfach dir, was dir legit einfach viel zu viele Power gibt und viel zu wenig Bad Stats quasi. Also Stats, die dich nicht weiterbringen. Oh mein Gott. Wichtige Sidesteps hier. Muss immer leider sehr, sehr lange hier warten. Boah, ich weiß nicht genau, wie ich das spielen soll. Wenn hier einer zu nah rangeht, vielleicht. Aber ansonsten kann ich das hier eigentlich nicht riskieren. Das heißt, man hat dieses Item einfach aus meiner Sicht zu attraktiv gemacht und gleichzeitig die Träne so stark verbilligt, dass es ein leichtes ist, auch sehr früh an dieses Item ranzukommen, ohne dass man viel verliert. Boah. Das war actually giga-close. Ah, ich hätte wahrscheinlich überleben können. Ich hatte noch 2 Sekunden auf meinen Flash. Eieiei. Das Item ist auch so sick, ne? Muss aber sagen, desto länger ich dieses Game spiele, desto mehr fällt mir auf, dass der Mana-Haushalt einfach nicht stimmt. Ich glaube, das große Problem an diesem Bild ist Mana. Weil die Tier gibt dir zwar viel Mana und tatsächlich eigentlich gute Optionen, aber ich glaube, es ist einfach nicht genug. Ich hoffe, die sieht schon weiter, dann kann ich da hin ulten. Das sieht nicht so aus, ne? Sehr ärgerlich. Aber ich hatte im Kopf, dass das Item mir auch Mana gibt. Aber wie soll das auch, ne? Ich glaube, das ist das große Problem. Weil mit dem Mana-Haushalt, den ich habe, ich glaube, das wird nicht reichen. Ich glaube einfach nicht, dass das reicht, um viele Teamfights zu spielen. Den habe ich einfach komplett weggedeletet, den Jungen. Mein Gott, das ist einfach nur so ein sich gegenseitig auf die Fresse schlagen. Ich meine, die längeren Fights sind natürlich auch geil für Kassadin. Holy shit, Schade. Jetzt fast noch umgerissen. Was habe ich denn dann, dass mir hier... Achso, doch. Man sieht es ja sogar. Ich wollte gerade etwas kritisieren, was sie schon umgesetzt haben. Eigentlich will ich nicht zum Drake ulten. Ich meine, das ist ein Cloud Drake, der... Oder was ist mit Drake, Bro? Genau hier bin ich schon mal gegen Lux gestorben. Ich glaube, es könnte glatt nochmal passieren. Oh, what? Wird er mich denn gemisst?
Ich glaube, das ist einer der besten Plays, die ich gerade habe. Oh, never mind. It wasn't. Das war kein guter Play. Meine Idee war quasi, hier oben im Busch zu hocken, weil ich mir sehr sicher war, dass sie hier und hier Vision haben. Aber dann hat unten die Vayne das 1 gegen 1 gegen Fiora gestartet. Und dann dachte ich, ich müsste hier für einen Play gehen. Holy shit. Ah! So, die Ash Lux ist echt relativ hart zu handeln, aber ich war auch die ganze Zeit noch nicht auf den Power Spike von Item. Aber 10 Armor und 10 MR, weiß ich auch nicht, ob die so viel ändern. Die Lowy macht so viel Work. Aber selbst da hat die Lux halt noch einen Double Kill gemacht. Ne? Ich bin wirklich hart unterlevelt, ich habe viel zu wenig Sideline gespielt in dem Game. Ich muss auch sagen, dass die. Warum ich dachte, dass Babam so stark ist, ist, weil es ja Dreh- und Angelpunkt ein Stück weit war von diesem Conqueror-Bild, was ich vorgespielt habe, diesen Armor-Conqueror-Bild, was mir extrem stark vorkam. Weil ich auch glaube, was extrem stark war, auch wenn wir bei Spin jetzt nicht den größten Erfolg damit hatten. Ah, damn me. Da wird jetzt gerade keiner Intervi. Ich hatte auch so, ich hatte so einen guten Lead, auch wegen der Rek'Sai. Was ist das Problem? Sind die Boots das Problem? Hätte ich Ninja-Tabis gehen sollen, die nicht mehr Ninja-Tabis heißen? Ich habe Spellvamp. Ich habe trotzdem 2600 Mana. Ich habe schon das Gefühl, dass es fast reicht. Im Endeffekt hat sie mit Kassel dann auch immer Probleme, wenn deine Botlane geintet hat. Das muss man natürlich auch dazu sagen, ne? Du hast zwar schon gute Tools normalerweise gegen Squishies. Weil wenn Sola gefeedet war und so, dann war das eigentlich nie so ein richtiges Problem. Okay. Das ist actually natürlich jetzt ziemlich huge. Wahrscheinlich ist der Presence of Mind Nerf auch mit das Schlimmste, was passiert ist. Ich gehe Base und komme sofort wieder. Das ist ein schlechter TP von mir. Leider. Scheiße. Ich hätte gern gewusst, ob der Corki Toplane stayt, bevor ich entscheide, ob ich zum Drake gehe oder nicht. Ah, you gotta be kidding me, dass die mich da. Ah! Dass ich dir aber auch eine Chance gebe, mich da zu killen, ne? Ist so bad von mir.
Die geht einfach voll Damage. Das geht einfach. Ich wusste nicht ganz, was ich kaufen sollte. Das nächste Item wäre Cosmic Drive. Lich Bane, I guess, ne? Ryzen Focus ist Trash. Banshees ist okay. Sonias wäre obviously gut. Ich könnte hier Morellos gehen, aber sehe ich weniger. Ich habe prozentuale Pen, die aber hier auch ziemlich useless ist. Ich bin in langen Fights gut mit dem Item, was mir aber hier auch nicht wirklich hilft. Nicht so einfach, ja. Ich mache einmal die Stopwatch. Ich glaube, ich renne den einfach oben runter. Natürlich interessant, dass der nicht wegläuft. Sondern glaubt, mich fighten zu können. Aber jetzt auch mit den 800 Mana-Holds glaube ich nicht, dass ich viele durchkriege, ne? Einfach mit der Mana-Pool ist einfach zu begrenzt. Also normalerweise, ich weiß nicht genau, wie viel Mana man sonst hatte. Aber du hast schon. Die Tier hat halt im Endeffekt nur 150 mehr gegeben früher, ne? Also so krass ist der Unterschied nicht. Ich glaube, der größte Unterschied kommt wirklich da noch über Presence of Mind. Das sind einfach 500 Mana sind, die du halt jetzt nicht mehr hast, ne? Oh, heim. War das Mikael jetzt? Ah. Ich erwarte, dass ich mich wieder bewegen kann. Ja, ist auch Giga dann. Lowry hat leider auch ihren Spell gemisst. Ja, Bild überzeugt mich doch nicht. In der Theorie schien das so geil, ne? Du kannst die Kurve glätten. Ich habe das Game schon weggeschmissen. Da muss man sagen, ne? Also die Rex hat mir so ein Lead gegeben. Wenn das erste Item auch noch 600 Mana gibt, dann ist wahrscheinlich feiern. Das heißt, man muss wahrscheinlich eins dieser Items nehmen. Das heißt aber auch, dass dieses Item, dieses Riftwalker, ja noch mehr nicht ein Item für Cutter und Akali wieder ist. Das heißt, es ist quasi Gunblade 2.0. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das bedarf mehr Testing, Leute. Und das werde ich natürlich auch tun.